Shalom, Shalom. Ja, ihr Geliebten des Herrn, heute komme ich mit einer ganz einmaligen Botschaft, von der ich nie geahnt habe, dass ich sie zu meinen Lebzeiten erfahren darf. Ihr wisst, dass im Jahr 1909, da wurde in Berlin von 56 Brüdern eine Berliner Erklärung verfasst gegen den Heiligen Geist und seine Auswirkungen. Da geschahen uns unwahrscheinliche Spaltungen im Leib Christi in Deutschland, die bis heute nicht überwunden sind. Auch wurde der Heilige Geist ausgeladen. Und wir erlebten seitdem immer nur kleinere, kurze Wellen seines Wirkens. Nichts blieb dauerhaft. Ich weiß auch, wie ich zum Beispiel, und ich habe immer schon geglaubt, dass der Heilige Geist ein wesentlicher Beitrag zu einem christlichen Leben ist. Denn der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit, die uns frei macht. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen und Ohren des Herzens für die Wahrheit. Ihr Lieben, es ist ganz, ganz traurig, was da passiert ist. Es war nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts, war in Azusa Street ein Ausgießen des Heiligen Geistes, das die ganze Welt ergriffen hat. Aber in Deutschland wurde es mit der Berliner Erklärung, die gegen den Heiligen Geist sprach, abgelehnt. Das wollen wir nicht. Also sie glaubt nicht, dass es Sprachengebet vom Herrn ist. Sie glaubt nicht, dass es Dämonenaustreibungen gibt. Also es war wirklich schlimm. Und ich habe schon lange hab ich gesagt, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die geistlichen Augen und Ohren der Herzen in Europa öffnest, dass wir den Heiligen Geist einladen. Wisst ihr zum Beispiel, in Deutschland steht der Satansaltar in Berlin, auch das Tor der Knechtschaft. Das ist einfach, also für mich erschütternd, dass das überhaupt dorthin kommen konnte. Und die Türkei wollte das schon zurückhaben, dieses Kunstwerk. Aber aus deutscher Sicht war das ein Kunstwerk, das man nicht mehr loslassen kann. Also ich hätte es liebsten persönlich hinuntergetragen mit der Türkei. Ja, aber ihr Lieben, wir brauchen den Heiligen Geist. Die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir sind jetzt wirklich in der Zeit, wo der Heilige Geist uns in den neuen Bund führt und uns ganz neu die Augen und Ohren des Herzens öffnet, wer wir sind in Christus, dem Gekreuzigten, Begrabenen und Auferstandenen. Und dass wir mit ihm auferstanden sind, aber auch gekreuzigt wurden. Also da ist noch ganz was Wichtiges. Ich habe immer wieder den Eindruck gehabt, dass es viel zu wenig ist, wenn man den Leuten predigt, komm, gib dein Leben Jesus, nimm Jesus auf in dein Herz und du hast ewiges Leben. Ja, aber ist das wirklich schon das Ganze? Oder ist da noch ein großer Teil, der fehlt, weil wir sollen ja so werden wie Jesus. Ja? Wir sollen ja nicht so bleiben und nur den Segen von Jesus erwarten, sondern wir sollen zum riesigen Segen für die Welt werden. Und so habe ich immer wieder gedacht, da fehlt uns so viel, wenn der Heilige Geist nicht willkommen ist. So, jetzt, es wird Zeit für eine neue Erklärung und Proklamationen, die hier in Berlin heute am 3. August 2024 von uns verfasst werden. Wir entschuldigen uns bei Gott, beim Heiligen Geist, stellvertretend für die 1909 festgeschriebenen Beurteilungen, Verurteilungen und Ablehnungen, die ihm widerfahren sind und ihn betrübt haben, den Heiligen Geist. Das sehen wir als Hinderungsgrund dafür, dass er sich nicht eingeladen, sondern ausgeladen fühlte. Wir laden dich, Heiliger Geist, ich kriege die Gänsehaut, heute und hier ein, in uns, in Berlin
und in Deutschland zu wirken, auch in Österreich und in der Schweiz und in anderen Nationen, wo diese Irrlehre um sich gegriffen hat. Wir bitten dich, Heiliger Geist, um Entschuldigung dafür, dass unsere geistigen Brüder beschlossen haben, zu entscheiden, deine Gaben als Werk des Teufels zu benennen. Wir brauchen alle deine Gaben, um zu bestehen. Wir bitten dich um Entschuldigung dafür, dass die von dir gewirkten Manifestationen als vom falschen Geist benannt und abgelehnt wurden. Deine Kraft und Wunderwirkungen sind willkommen. Das ist jetzt diese neue Berliner Erklärung, die ich euch vorlese. Ja? Die alte wurde storniert und es ist jetzt die neue. Wir bitten um Entschuldigung dafür, dass wir dein Reden abgelehnt haben. Heiliger Geist, rede mit uns über Jesus Christi Sieg am Kreuz von Golgatha, von unserer neuen Identität als Gottes Kinder, von der Vaterliebe Gottes, von Gottes Plänen mit uns, durch uns. Komm, lehre uns und leite uns. Wir entschuldigen uns dafür, dass damals entschieden und verkündet wurde, dass eine Heimsuchung des Heiligen Geistes ein Pfingsten reicht. Heiliger Geist, wir bitten dich, komm und wirke du so, wie es dir gefällt. Komm und wirke, wann und wie du es willst. Wir erwarten dein Ruhen auf uns, dein Wirken in uns und dein Wirken durch uns. Suche uns wieder heim, erfülle uns, lagere dich auf uns. Gehe mit uns voran. Wir widerstehen dem Heiligen Geist nicht mehr. Heiliger Geist, wir nehmen Vergebung an für unsere früheren Fehleinschätzungen, Verurteilungen und Ablehnungen. Wir widerstehen dem Heiligen Geist nicht länger. Wir haben erkannt, dass wir dich brauchen. Wir wollen durchlässig sein, damit wir von ihm benutzt werden können. Wir wollen verwandelt werden, damit wir brauchbar sind zu jedem guten Werk, das uns von Gott vorgesehen ist. Nun ist der Weg frei für dich. Wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist Gottes. Wirke so, wie du es willst. Wirke in deiner ganzen Fülle. Zieh dich nicht zurück, sondern bleibe, lehre uns, in deiner Salbung, unter deiner Salbung zu leben und zu dienen. Wir wollen durchlässig sein, damit wir von ihm benutzt werden können. Wir wollen verwandelt werden, damit wir brauchbar sind zu jedem guten Werk, für das uns Gott vorgesehen hat. In der Übereinstimmung mit der biblischen Verheißung nehmen wir die Ausgießung des Heiligen Geistes an. Wir empfangen bewusst alle Geistesgaben und Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Wir erklären, dass wir uns abhängig machen von dem Wirken und Willen des Heiligen Geistes, sowie seiner Führung, wie es ihm gefällt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir heißen den Heiligen Geist in seinem Wirken vollkommen willkommen. Und das wurde unterschrieben in Berlin am 3. August 2024. Also die alte Berliner Erklärung wurde storniert und das ist jetzt die neue. Und der Pastor Dali und ich haben von dem eigentlich nichts gewusst, als wir von Neuseeland zurückkamen und gedient haben in Bad Gandersheim, in der Bibelschule und auch in einer russisch-deutschen Gemeinde. Und der Pastor Daniel eine wunderbare Lehre gegeben hat über den Heiligen Geist, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben in Europa so eine Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt. Männer sind erfasst worden vom Heiligen Geist und das Sprachengebet ist nur so geflossen wie ein Strom lebendigen Wassers. Ja, ihr Lieben, ich weiß, dass heute noch diese Spaltung besteht. Diese Entscheidung fiel in Berlin, eben jetzt in dieser Augustwoche, 3.8.2024 und folgende Tage. Und es hat solche richtig Feindschaft unter den Christen verursacht, dass diese Berliner Erklärung überhaupt zustande kam. Aber jetzt ist alles rückgängig gemacht worden. Und ich habe heute sogar
wieder erlebt, was es heißt, um der Wahrheit willen verfolgt zu werden. Ich habe heute von einer lieben Frau, die bisher ein Kind hier schon unterstützt hat in Uganda, einen sehr heißen Brief bekommen, dass sie eben gehört hat, dass wir glauben, dass das Sprachengebet und der Heilige Geist und das Wirken des Heiligen Geistes und Dämonenaustreibung, dass das von Gott ist, und sie ist absolut dagegen, das ist von der Hölle, und sie storniert die Patenschaft dieses Kindes. Das hat mich zu Tränen gerührt, dass auch heute noch Menschen so verblendet sind. Ihr Lieben, Satan arbeitet zurzeit Überzeit, und viele Menschen sind extrem beeinflusst von ihm und von seinen Lügen. Er ist der Vater der Lüge. Er kann gar nicht die Wahrheit sagen. Er ist der Vater der Lüge. Und so viele Menschen sind auf seine Lügen jetzt total abgefahren. Und manchmal hat man das Gefühl, die westliche Welt, Amerika, viele Nationen sind total vergiftet von Lügen. Und da möchte der Heilige Geist uns in die Wahrheit führen, die uns frei macht. Ja, also ich vertraue, dass ihr da Gott dankt, dass jetzt die Türen offen sind, weit in Deutschland und natürlich auch in Österreich, Schweiz, für den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn. Wir brauchen den Geist Gottes, der zu uns wirkt. Denn sonst haben wir nur ein bisschen Wissen, aber es ist kein Leben da. Ja? Und ich bete jetzt, Vater, ich bitte, dass alle, die dieses YouTube jetzt hören, von deinem Geist ergriffen werden und von deinem Geist geführt werden und von deinem Geist hineingebracht werden in die tiefen Geheimnisse deines Lebens, Herr Jesus. Öffne uns die Augen und Ohren des Herzens, damit wir erkennen die Weite, Breite, Länge, Höhe und Tiefe deiner Liebe für uns, die sich dann auf Golgatha am Kreuz geoffenbart hat, wo du, Herr Jesus, für alle von uns gestorben bist. Und wenn jeder von uns der Einzige gewesen wäre, du wärst aus Liebe zu uns gestorben. Und das danken wir dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns die Himmelstüre weit aufgerissen hast. Und jeder, der an dich glaubt, an deinen stellvertretenden Tod am Kreuz und dich aufnimmt und dir vertraut, dass du aus ihm einen Jünger machst. Ja, in Matthäus 28, im 18. Kapitel, macht euch auf und macht zu Jüngern alle Nationen. Aber dass wir andere Nationen zu Jüngern machen können, müssen wir zuerst zu Jüngern werden. Und das vertraue ich, dass jeder von euch jetzt sich wirklich, nehmen wir mal die Bibel her und schreibt dir alle Schriftstellen über den Heiligen Geist heraus. Und du wirst dich wundern, wie viele Schriftstellen da über den Heiligen Geist sprechen, die wir einfach ignoriert haben. Wisst ihr, der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit, die uns frei macht. Und da möchte ich einfach noch etwas dazu schreiben, das mir zugeschickt wurde, oder dazu sagen, was mich sehr berührt hat. Er ist mein Alles. Und wisst ihr, der Heilige Geist führt uns zu Jesus. Keiner kann zu Gott kommen, außer der Heilige Geist zieht ihn. Darf ich euch das jetzt vorlesen als Gebet, könnt die Augen schließen und es euch auf euch wirken lassen. Er ist das A und das O. Er ist all das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Er ist der Architekt der Schöpfung und wacht über ihr. Er ist der Manager der Zeit. Er war, er ist und er wird immer sein. Er ist unverrückbar, unveränderlich, unbesiegbar und niemals unvorbereitet. Er wurde zerschlagen und misshandelt, doch er brachte uns Heilung. Er wurde verfolgt, doch er brachte uns Freiheit. Er ist gekreuzigt und gestorben, aber uns gibt er ein neues Leben. Er ist auferstanden und er ist unsere Kraft. Er herrscht und gibt uns inneren Frieden. Die Welt kann nicht verstehen. Die Welt kann ihn nicht verstehen. Die Schulen können ihn nicht erklären. Die Armeen können ihn nicht besiegen. Die Schriftgelehrten konnten ihn nicht ignorieren. Herodes konnte ihn nicht töten. Die Soldaten konnten ihn nicht ins Grab legen.
oder die Soldaten konnten ihn nicht im Grab halten, Nero konnte ihn nicht auslöschen, New Age kann ihn nicht ersetzen und die Wissenschaft kann ihn nicht wegdiskutieren. Nein, sie kann es nicht. Erinnere dich daran, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist ewig und ist unser Herr. Er ist gütig, er ist freundlich, er ist immer treu, er ist unser Gott. Er ist heilig, er ist gerecht, er ist mächtig und er ist rein. Seine Wege sind richtig, er ist vollkommen und seine Worte sind ewig. Er ist unbezwingbar, er ist unser Retter, er ist unser Wegbegleiter, er ist unser Friede, er ist unsere Freude, er ist unser Tröster, er ist unser Herr und er regiert unser Leben. Ich diene ihm, denn sein Banner über mir ist die Liebe, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Und sein Ziel für uns ist ein erfülltes Leben. Ich folge ihm, denn er ist der Verwalter der Tage. Er ist die Weisheit der Weisen. Er ist der Allmächtige über allen Mächtigen. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Sein Ziel für mich ist eine Beziehung mit ihm. Er ist das Universum. Er hat das Universum ausgemessen und er denkt an dich. Er wird dich nie verlassen. Er wird niemals dich aufgeben. Er wird dich nie falsch leiten und dich niemals vergessen. Er wird dich nie übersehen. Er wird niemals dein Date mit ihm aus seinem Terminkalender löschen. Wenn du hinfällst, wird er dich aufheben. Wenn du versagst, wird er dir vergeben. Wenn du schwach bist, ist er stark. Wenn du dich verirrst, ist er der Weg. Wenn du dich ärgerst, gibt er dir Mut. Wenn du stolperst, wird er dich aufrichten. Wenn du dich verletzt, ist er da, um zu verbinden und zu heilen. Wenn du zerbrichst, wird er dich wiederherstellen. Wenn du blind bist, wird er dich heilen, leiten. Wenn du durstig bist, wird er dir zu trinken geben. Wenn du hungrig bist, gibt er dir zu essen. Wenn du erschöpft bist, wird er dich erquicken. In der Versuchung ist er dein Fels. In Verfolgung ist er dein Schild. In Problemen ist er dein Trost. Bei Verlusten ist er deine Stärke, deine Stütze. In Zeiten der Unsicherheit ist er dein Halt. Und wenn der Tod vor uns steht, dann ist da bei uns der Heilige Geist, und zwar mit Jesus Christus, und wird uns hinüber begleiten nach Hause, um ihm zu begegnen. Er ist alles für uns. Er ist überall mit uns. Er ist zu jeder Zeit bei uns. Er ist auf jedem Weg mit uns. Er ist Allmächtige. Er ist unser Gott. Und da möchte ich euch gerne jetzt empfehlen, dass ihr das euch vielleicht öfters anhört. Und der ist es, zu wem wir gehören. Er ist unsere Identität. Er ist unser Vater. Der Heilige Geist, der Herr Jesus und der Vater sind eins. Aber wir sind jetzt in der Zeit des neuen Bundes, wo der Heilige Geist uns führt, wo er zu uns sprechen will. Bitte lest 5. Mose 28, vom ersten Vers bis zum letzten. Das ist das Kapitel über Fluch und Segen. Und da wirst du sehen, wenn wir lernen, auf die Stimme Gottes zu hören und tun, was er sagt, dann werden wir das Licht für die Nationen. Dann macht er uns zum Kopf und nicht zum Schwanz. Dann wird alles, was wir anrühren, uns gelingen. Aber wir brauchen diese intime, innige, exklusive Liebesbeziehung mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und jetzt freue ich mich so, dass der Heilige Geist wirken darf in Europa und auch in deinem Leben wirken darf. Der Heilige Geist kann in Träumen zu dir sprechen. Er kann durch, sogar mit mir spricht oft der Hund, durch den Hund. Also es ist unwahrscheinlich. Er kann alles verwenden, um zu uns zu sprechen. Und wir brauchen dieses Sprechen vom Heiligen Geist. Wir sind jetzt wirklich in einer Zeit absoluter Verwirrung, aber
Der Heilige Geist ist die Wahrheit, die uns frei macht. Und darum bete ich, dass alle, die dieses YouTube jetzt hören, also schlag einmal die Bibel auf und such dir alle, durch die Konkordanz, such dir alle Schriftstellen über den Heiligen Geist heraus. Du wirst staunen. Wir sind jetzt jetzt ist der Heilige Geist am Wirken. Mehr denn je, mehr denn je. Und du sollst mit dem Heiligen Geist in großer Freundschaft, in intimer Gemeinschaft leben. Denn er wird dich in die Wahrheit führen, die dich frei macht, in das Leben, das erfüllt, und in die Liebe, die heilt. Und so bete ich, dass du jetzt wirklich dich ausstreckst nach dem Heiligen Geist, und er ist ausgegossen. Er ist jetzt ausgegossen über Deutschland. Und ich vertraue, dass du mit ihm in tiefste Gemeinschaft kommst, durch deine Bereitschaft, dich zu öffnen. Sag, Heiliger Geist, komm, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und das ist das Gebet, das er am schnellsten erhört. Also, Shalom, Shalom. Der Herr behüte dich und gebe dir mächtige Schutzengel, die dir dienen, und öffne dir die Augen und Ohren des Herzens für alle die wunderbaren Sachen, die er vorbereitet für die, die ihn lieben. Und ich weiß, du liebst ihn, denn sonst hättest du das Tonband gar nicht angehört, das YouTube. Und er ist der größte und intensivste Liebhaber dieser Welt. Der Herr Jesus Christus wird alles uns schenken durch den Heiligen Geist. Shalom, Shalom, Shalom.